неолиберальный фашизмус. Это способ принуждения к худшим условиям существования трудящихся Украины. Eine Art, wie die arbeitende Bevölkerung der Ukraine dazu gezwungen wird, schlechtere wirtschaftliche und Lebensstandards hinzunehmen. Террористическими методами запугивания людей заставляют жить в крайней нищете. Mit terroristischen Mitteln werden Menschen dazu gezwungen, an Existenzminimum zu leben. По сравнению с временем Януковича уровень жизни в Украине упал несколько раз. Im Vergleich zu Януковичs Zeit fiel der Lebensstandard ums Vielfache. Нормальной является ситуация, когда менеджер какой-нибудь торговой фирмы в Киеве ждет, когда его пришлют с деревни картошку. Потому что его денежные доходы его не кормят. Der ganz normale ukrainische Manager kann sich mit seinen Gehaltszahlungen überhaupt nicht mehr über Wasser halten und wartet, dass ihm irgendjemand vom Lande nach Kiew einen Sack Kartoffeln schickt. Das ist also eine Verarmung der Mittelschicht, dieselbe Mittelschicht, die den Maidan unterstützt hat und so hohe Erwartungen an ihn hatte. Немалая часть столичных средних слоев в Украине жестоко наказана сейчас. Viele Leute wurden dafür bestraft für diese Unterstützung. Sind da noch Fragen? Ja, bitte schön. Wir haben da vorne. Kurze Anmerkung. Kurz nach dem 11.09.2001, das sagte Herr Ramsfeld, das kann man in dem Interview nachlesen von Herrn Andreas von Müller, früherer SPD-Minister, jetzt stürzt es führen wir in neuen Ländern in Regierung mit Genocide. Und da, wenn man die Ukraine dazu zählt, da kann man ohne weiteres auf diese neuen Länder kommen. Darunter fällt ja auch der arabische Frühling, wo nur in Tunesien sich bessere Verhältnisse herausgestellt haben, sonst wird es nur schlechter werden. Und Herr Lauterbach hat gesagt, der Umsturz wäre von der ukrainischen Bevölkerung niemals zustande gekommen, wenn wir 5 Milliarden von den USA Anschubfinanzierung oder sozusagen das Schmiergeld bezahlt worden wären. Und das hat auch eine Frau Nuland bestätigt, die jetzt sehr lockeren Mund hat, Facts Europe, als Benachtung Nebel, die Goldreserven von der Ukraine geraubt wurden, sagte sie, das wäre eine kleine Anzahlung für die 5 Rückzahlung für die 5 Milliarden. Und jetzt kommt noch meine Frage, ich habe gelesen, dass die Ukraine, dass Putin Gasleitung durch die Ukraine ab 2022 stilllegt, da frage ich mich schon, ob da das große Frieren anfängt, der die Macht hat. Dazu hat ja Putin, der hat ja auch gewisse Möglichkeiten, um der EU eins auszuwischen. Ja, ich möchte ganz gerne, dass noch was zur Situation der Bundesrepublik gesagt wird, unbedingt, nämlich zur Frage des Paradigmenwechsels in der Bundesrepublik, was natürlich auch eng mit der Ukraine zusammenhängt und mit Russland und wie wir uns da einbringen können. Das ist für mich eine ganz wichtige Frage. Ja, zu den unaufgeklärten Schüssen auf den Maidan. Hört man nichts, das wird geheim gehalten. Der Sturm auf das Gewerkschaftshaus in Odessa wird geheim gehalten. Das MH17-Unglück wird geheim gehalten, im Einklang mit der westeuropäischen Presse. Und das ist eigentlich auch bisher noch nicht erwähnt worden. Wir haben ja Aufklärungen bekommen, relativ schnell, über ein Flugzeugunglück eines amerikanischen Flugzeugs, der Firma Boeing, einem großen Lufthansa-Konzern. Das ging ruckzuck, in 2 Wochen war das erledigt und auf die Aufklärung von MH17 werden wir noch lange warten müssen. Okay. Drei Fragen und eine Anmerkung. Zunächst einmal der Dieter und dann der Basil. Ja, das
waren sehr viele Fragen. Ich werde mich ein bisschen etwas abkürzen, weil wir auch dann zur Abschlusskundgebung der Demo kommen wollen. Der Paradigmenwechsel in der Politik in der Bundesrepublik Deutschland ist meiner Meinung nach nicht mit dem Ukraine-Krieg gekommen, sondern schon mit dem Jugoslawien-Krieg, mit der Expansion durch den Ukraine-Krieg. Die Ukraine-Krise ist uns auf einmal ganz klar und scharf bewusst geworden, wie stark der Kittel schon hinten brennt. Also wie nah bereits der Krieg in Europa wieder an uns herangekrochen ist, die wir bisher glaubten, auf einer Insel der Seligen und des Wohlstandes zu leben, was zwar gar nicht stimmt, aber es ist dadurch eben deutlich geworden, wie scharf sich die Widersprüche durch diesen Paradigmenwechsel, der schon längere Zeit im Gange ist, zugespitzt haben und wie krass es noch werden kann. Jetzt war die Frage auch, was kann man da tun, was kann man dagegen tun? Es ist ja so, in Umfragen lehnen regelmäßig rund 70% der Menschen in der BRD Kriegseinsätze im Ausland ab. Die Regierung schert es nicht. Und trotz aller Propaganda, die nun seit Jahren gemacht wird, wir müssen mehr Verantwortung tragen, wo ich mich frage, was ist da dran verantwortungsbewusst, wenn Deutschland in Afghanistan irgendwelche Drogenbarone unterstützt und an die Regierung lief. Das ist Verantwortungslosigkeit hoch drei. Es wird ständig Propaganda gemacht, wir müssen mehr Verantwortung übernehmen, wir müssen mehr helfen und so weiter. Trotz dieser Propaganda lehnen immer wieder rund 70% der Menschen Auslandseinsätze ab. Und ebenso haben rund 70% der Leute die Ukraine-Politik der Bundesregierung für hochgefährlich gehalten. Konstant. Das heißt, wir haben in unserem Volk, und darüber bin ich froh, eine ganz starke Haltung gegen solche Kriegsabenteuer, die auch offensichtlich aus der Erfahrung unseres Landes gespeist ist und die Menschen sich auch nicht durch billige Hasspropaganda einfach austreiben lassen. Das ist für uns ein sehr gutes Fundament. Aber natürlich kann man sich nicht auf dem, was historisch gewachsen ist, ausruhen. Man sieht ja, dass die Regierung trotzdem macht, was sie will. Wir müssen an vielen Stellen den Kampf führen. Deshalb kann im Kleinen sein, unter Kollegen, Freunden, Bekannten, gegen die Hetze, gegen den Rassismus, gegen Großmachtdenken aufzutreten, aufzuklären darüber, was auf dieser Welt läuft, was eben nicht in der herrschenden Presse, in den herrschenden Medien aufgeklärt wird. Wir müssen dagegen auftreten, wenn die Bundeswehr in Schulen und Hochschulen ihre Propaganda betreibt. Das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig, dass wir gerade unter der Jugend diese antimilitaristische, also gegen den Krieg gerichtete Haltung verankern. Das passiert, wenn wir hier heute und dann übermorgen in Garmisch-Partenkirchen demonstrieren. Damit machen wir Öffentlichkeitsarbeit. Das fand ich sehr nett. Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft wurde im Merkur interviewt und gefragt, warum demonstrieren Sie denn da auch mit so gewaltbereiten Leuten zusammen? Und dann hat sie die Gegenfrage gestellt, sitzen nicht die größeren Banditen im Schloss? Das fand ich sehr nett und mutig von der Frau. Natürlich müssen wir auch uns dafür einsetzen, dass Deutschland aus diesem Kriegsbündnis NATO austritt. Das ist eine sehr wichtige Forderung. Wir müssen uns für das Verbot von Waffenexporten einsetzen. Wir können nicht auf eine UN-Friedensmission hoffen, die Heckler und Koch besetzt. Wir müssen immer mehr Menschen mobilisieren und es ist eine Machtfrage. Diese Regierung, wir können diese Politik nur beeinflussen, wenn eine Macht da ist. Ohne Macht wird man uns niemals hören und auf unsere Argumente eingehen. Und selbst wenn wir Macht haben,
wenn wir stark sind, wird es nicht ganz so einfach. Und ich denke, langfristig müssen wir uns für eine Gesellschaftsordnung einsetzen, in der nicht mehr der Profit der Maßstab für die Entwicklung der Gesellschaft ist, sondern die Bedürfnisse der Gesellschaft, der Menschen, die in ihr leben. Denn nur dann werden wir eine Gesellschaft auch schaffen können, in der der Krieg nicht immer automatisch dazugehört, um noch mehr zu kriegen und noch mehr Profit machen zu können. Ich weiß, dass das einmal schiefgegangen ist, aber ich weiß auch, dass man aus Fehlern lernen kann. Auch der Flugzeugbau ist beim ersten Mal schiefgegangen, die ersten Flugzeuge sind abgestürzt, die Menschen sind gestorben, die katholische Kirche hat gelacht, als der Schneider von Ulm abstürzt und gesagt, seht ihr, nur die Vögel können fliegen, das ist von Gott gewollt, heute fliegt sogar der Papst. Und man hat gelernt, dieses Konstruktionsmodell hatte seine guten Seiten. Viele Prinzipien, die der Schneider von Ulm schon im Kopf hatte, sind heute noch im Flugzeugbau vorhanden, aber man hat aus der Fehlkonstruktion auch gelernt. Und so sehe ich es mit dem Fortschritt der Gesellschaft. Wir werden das, was gescheitert ist, untersuchen müssen und gucken, was war daran prinzipiell richtig, was können wir wieder nehmen und wo müssen wir sozusagen Konstruktionsänderungen vornehmen. Die Menschheit wird voranschreiten, sie wird nicht da bleiben, wo sie heute steht. Und wir hier sind auch ein Teil dieser Bewegung gegen Krieg, für mehr Menschlichkeit und für eine neue Welt. So, lass ich noch ein paar Worte von dir vielleicht kurz, bitte. Was da ist, Schinka? По поводу газа. Россия поставляет газ на Украину с очень скидкой. Россия спасла Украину этой зимой от холода. Zum Gas möchte ich was sagen. Russland hat in diesem Winter die Ukraine gerettet, indem es Gas zu einem sehr günstigen Preis geliefert hat. Скандал вызвали фотографии вагонов первой грузовой компании железнодорожной, которая перевозила военную технику для украинского правительства, российской компании. Ein Skandal war zum Beispiel auch, dass die Lastwagen, russische Lastwagen, Züge ukrainisches Kriegsmaterial logistisch bewegt haben zum Einsatzort. Крупнейшие российские банки, такие как Сбербанк или ВТБ, отказываются работать в Крыму. Die größten russischen Banken wie BTW und Sberbank lehnen es ab, in der Krim Geschäfte aufzunehmen und Filialen zu öffnen. События на Украине, присоединение Крыма вызвало колоссальные противоречия в российском обществе, проявило колоссальные. Die Krim und die Ukraine-Krise haben sehr große Widersprüche in der russischen Gesellschaft aufgelegt. Общество разделилось на две партии. Und die Gesellschaft hat sich in zwei Teile gespalten. Есть неолиберальная позиция с белыми лентами. Es gibt die neoliberale Position mit den weißen Bändern, die tragen weiße Bänder. Есть сторонники Новороссии, Донбасса и противники украинского режима. Люди, которые требуют, чтобы Россия помогала Донбассу. Es gibt die Leute, die fordern, dass dem Donbass geholfen wird. Это большинство, и они пользуются получается вот такой Георгсбендчен, гвардейская лента. Oder das Kva. В 19 веке эта лента имеет. То есть эти цвета имеют историю, связанную с Российской империей. Ja, diese Bänder haben eine lange Geschichte, das hängt auch mit dem russischen Imperium zusammen. В 19 веке шутили, что ни одного, в России не осталось ни одного петуха, у которого бы не вырвали желтые и черные перья из моста. В 19 веке gab es den Witz, dass es keinen einzigen Hahn mehr gibt, der keine gelben oder schwarzen Federn mehr trägt, weil sie alle ausgerissen wurden. Этими цветами украшали головы офицеров. Die Helme wurden mit diesen Federn geschmückt. Во время войны с фашизмом Сталин возвращал символику, и он взял старую георгиевскую ленту и сделал желтый цвет оранжевым. Сталин hat dann, als der Faschismus bekämpft wurde, diese Symbolik wieder aufgegriffen und die gelbe Farbung um die Orange mit der Orange ersetzt, mit der Orange ersetzt. Российские власти использовали этот символ как символ победы во Второй мировой войне, победы над фашизмом. Es war in Russland ein Symbol des Sieges über den Faschismus im Zweiten Weltkrieg.
лет 10-15 назад я и мои товарищи спорили и говорили, что это неправильный символ, должна быть красная лента, победили идеи социальной справедливости или какие-то другие. Es, vor ein paar Jahren haben meine Freundin und ich noch gedacht, dass dieses Band eigentlich ein rotes Band sein müsste, denn das war damals das, die Farbe, die den Faschismus besiegt hatte. Aber die Gesellschaft hat nicht Zeit, sich mit solchen Details zu beschäftigen. Das ist heute das Symbol des Widerstandes gegen den Faschismus in Osteuropa. А поэтому именно так к этому и относимся. Und deswegen erklärt sich vielleicht. Какая поддержка нужна, да, вот как нужно действовать. На мой взгляд, необходимо поддерживать вооруженную борьбу против либерального порядка в Европе и делать это честно, открыто и говорить, что да, эта борьба ведется за справедливость, она необходима. Ich denke, wir müssen den offenen, bewaffneten Kampf gegen das neoliberale Regime und das faschistische Regime propagieren im Donbass. Я не думаю, что есть другие способы изменить ситуацию в Украине и вообще-то говоря, умиротворить Соединенные Штаты, чем нас многие призывают через переговоры. Ich denke nicht, dass wir die Möglichkeit haben, die Vereinigten Staaten mit Gesprächen dazu zu zwingen, die Lage in der Ukraine wiederherzustellen und zu verbessern. Я хочу напомнить, что Хельсинские мирные соглашения 1900 и встречи 1973-75 годов стали возможны только благодаря победе во Вьетнаме. Я хочу сказать, что Фриденсгеспрехи 1973-75 в Хельсинки но благодаря des Sieges in Vietnam möglich geworden waren damals. Никогда Соединенные Штаты не будут отступать перед другими нациями, не будут вести мирный диалог, пока они не получат новый удар. Vereinigten Staaten werden sich niemals zurückziehen und können sich nicht zurückziehen, sofern sie nicht eine Niederlage kassieren. Вопреки моему желанию, вопреки желанию граждан России, Германии и Украины, это происходит сейчас на Украине. Das ist so, und auch wenn es den Wünschen der Bevölkerung in Europa, der Ukraine oder Russlands zuwidergeht. Роль российских властей здесь крайне неоднозначна. Und die Rolle der russischen Regierung ist in diesem Prozess noch nicht eindeutig absehbar. Именно поэтому движению нужна поддержка, потому что оно может быть получить удар напрямую из тыла. Deswegen braucht diese Bewegung Unterstützung von uns auch, weil sie sonst untergehen könnte und zerstört werden könnte. Потому что Россия капиталистическое государство, у него если у правящего класса весьма узкие и не имеющие отношения к интересам трудящихся интересов. Vergessen Sie nicht, dass Russland ein kapitalistisches Land ist, kein primäres Interesse an dem Abolagent der arbeitenden Bevölkerung. Okay, vielen Dank. Ich denke, sowohl im Nahen Osten auch wie auch in der Ukraine, der Region, sind genug Waffen, sind genug Kämpfe da, wo wir hier von hier aus nicht vielleicht noch einmal diesen Aufruf machen können, sollten, diesen bewaffneten Kampf fortzuführen, sondern den Widerstand gegen die Herrschenden in sowohl in der Ukraine wie auch von außen zu organisieren. Es ist, denke ich, auch von uns auch für uns auch eine Aufgabe, die breite Öffentlichkeit klarzumachen, dass der Exportüberschuss zum Beispiel hier durch den Defizit von woanders und der Reichtum hier durch die Armut in anderen Ländern, der Frieden in diesem Land und den Preis von Krieg und Konflikten im Ausland erhalten wird. Dass das klar gemacht wird und dass angesichts dieser auf dem Fundament eines kapitalistischen Weltmarkts sich ergebenden, sozusagen diese Zusammenhänge niemals eine einseitige Wirkung haben wird oder haben werden, die auch gegenwärtig zu sehen ist und dass daher jeder Schritt hin zur Militarisierung und der Außenpolitik jedes aggressives militärisches Engagement, zum Beispiel Deutschlands im Ausland,
auf lange Sicht nicht die Freiheit und den Wohlstand im Land bringen kann. Insofern wir von denen da oben ja seit einigen Tagen diskutieren wir darüber, nichts erwarten, ganz im Gegenteil. Wir müssen uns um unsere Interessen selber in meinem gemeinsamen Kampf dann für unsere eigenen Interessen, für den